Von den bundesweit 52 Galeria Karstadt Kaufhof-Filialen, die geschlossen werden, befinden sich 6 in Baden-Württemberg, darunter auch Reutlingen. Wie die Menschen auf die Schließung der letzten großen Warenhauskette reagieren, sehen Sie jetzt. Merkur, Horten, Galeria Kaufhof. Die Außenfassade des großen Reutlinger Warenhauses in der Karlstraße ist für die Bewohner der Achalmstadt seit Jahrzehnten prägend. Doch das Schicksal des Warenhauses ist seit Montag endgültig besiegelt. Der Kaufhof in Reutlingen wird zum 31. Januar 2024 schließen. Es ist schade, dass das geschlossen wird, denn das wird fehlen hier. Ja, die Vielfalt der Läden in Reutlingen nimmt dadurch halt ab. Und ich denke, dass der Kaufhof doch ein ziemlich breites Programm und Angebot hat. Wahrscheinlich so das breiteste in Reutlingen und von dem her ist es eigentlich schade, ja. Also für mich ist es sehr traurig, weil ich dieses Haus eigentlich also schon seit Kindheit kenne. Also Galeria Kaufhof jetzt vielleicht nicht, aber davor schon. Und das ist ein Stück, ja, ich will nicht sagen, man ist so gewohnt daran, alles hier zu finden und finde ich schade, finde ich sehr traurig. Aufgrund der bedrückenden Nachricht und wegen einer Betriebsversammlung war das Kaufhaus am Montag bereits ab 13 Uhr geschlossen und die Kunden standen unerwartet vor verschlossenen Türen. Auch wenn die meisten Passanten die Nachricht bedauern, nehmen es einige auch gelassen. Ich kaufe zwar schon noch in Läden ein, aber gerade wie auch hier Kaufhof, der hat ziemlich schwer abgebaut. Was kann man machen? Kaufen online und fertig. Der häufige Online-Kauf trägt zum allgemeinen Ladensterben natürlich bei. Der Hauptgrund für die jetzige Schließung sei aber vor allem auf die explodierenden Energiepreise und eine allgemeine Konsumflaute zurückzuführen. Laut anderen Medienberichten hatte der Zusammenschluss von Karstadt und Kaufhof bereits im Oktober zum zweiten Mal innerhalb von weniger als 3 Jahren Rettung in einem Schutzschirm Insolvenzverfahren suchen müssen. Die Gewerkschaft Verdi Baden-Württemberg zeigte sich entsetzt, dass von 18 Filialen im Land insgesamt 6 geschlossen werden sollen. Martin Groß, der Verdi-Landesbezirksleiter Baden-Württemberg, äußerte sich am Montag wie folgt. Wir alle, von Politik über Gesellschaft bis zur Gewerkschaft, dürfen diese Schließungspläne auf keinen Fall hinnehmen. Nachdem tausende Beschäftigte seit Jahren auf erhebliche Gehaltsbestandteile verzichtet haben, sollen sie jetzt zum Dank dafür arbeitslos werden. Nachdem hunderte Millionen Euro an Steuergeldern in das Unternehmen gepumpt wurden, sollen etliche Innenstädte weiter veröden. Und dass am Ende ein verantwortungsloser Milliardär und Immobilienspekulant sich einen schlanken Fuß macht, ist ein Skandal. Alternativen zum Shoppen gibt es in der Größenordnung der Galeria Kaufhof in Reutlingen nicht. Fragwürdig auch, ob das Gebäude nach dem 31. Januar 2024 wieder mit Leben gefüllt werden kann oder ob es nur als ehemaliges Relikt einer vergangenen Ära zurückbleiben wird.